Kojima, GTA 1.8 EP. Hier, ja, erste Bilder würde ich jetzt sagen, oder erstes Video vom Holger Schmidt, das Fahrzeug. Ich würde jetzt noch sagen, so halb Prototyp, halb Endversion. Diese Brücke zum Beispiel, die er hinten drin hat, die ist wohl nicht Serie, da wird wohl eine andere Halterung kommen. Deswegen kann der Serienzustand etwas anders sein, wie das Fahrzeug wirklich in Serie auf den Markt kommt. Akkus, ihr seht hier, ich fange mal in der Mitte an vom Chassis hier, der Akkuhalter aus Kohlefaser. Auf beiden Seiten jeweils ein 2S-Akku drauf, wenn ihr in der 2S-Klasse fahrt, wenn ihr in der 6S-Klasse fahrt, dann natürlich 3S und 3S auf beiden Seiten. Dann seht ihr auch, der Antrieb ist relativ gerade im Chassis entlang geführt. Getriebehalter hinten vorne aus Aluminium, Stahl-Outdrives, hier würde ich jetzt mal sagen, sieht fast wie Aluminium aus. Dann hier das, ja, starre Mitteldiff, weil Diff kann man ja nicht sagen, ist ja ein starrer Durchtrieb. Motorhalterung wird hier im Prinzip, ist ja so ein Konus, der gedreht wird und dadurch wird das Ritzelspiel eingestellt. Kohlefaser Oberdeck hier zur Versteifung. Dann die Brücke, könnte Tuning sein, ist hier bei ihm noch lose drinne, muss hier noch gebohrt werden, wird aber im Serienzustand sicher alles schon fertig sein. Pivoball-Aufhängung hinten. Unten zumindest, damit könnt ihr stufenlos die Vorspur und die Spurbreite einstellen. Hier die Befestigung für den Stabi. Ja, Stabi ist auch noch nicht drin, weil da fehlen noch ein paar Teile. Aber ansonsten ist der Kugel gelagert wie beim Verbrenner, wird hier durchgeführt und geht dann vorne hin. Dämpferbrücke, mehrere Anlenkpunkte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Stück. Beziehungsweise die wird hier für die für die Dämpferbrückenhalterung dann wohl später sein. Also haben wir hier nur die drei und unten nochmal. Ja, die Radträger hinten, ne, schon ziemlich massiv. Die coole Sache ist hier, ne, diese Dämpferhalterung, beziehungsweise Karosseriehalterung. Ja, wie gesagt, soll ein Tuningteil sein. Wir werden sehen, was in Serie wirklich später kommt. Die Differentiale können hier ganz einfach rausgenommen werden. Da muss man hier das irgendwie rausnehmen und zieht man einfach nach hinten raus. Ja, habe jetzt kurz nachgefragt. Ihr müsst hier diese eine Schraube und auf der anderen Seite hier oben diese Schraube lösen und rausmachen. Und dann könnt ihr das, müsst ihr auf beiden Seiten natürlich machen, also auf der Seite auch. Und dann könnt ihr das schön rausziehen. Könnte sein, dass hier diese Brücke, beziehungsweise die Dämpferbrücke stört. Da wurde gerade gesagt, ihr könnt die Halbschalen auch hier zur Seite rausnehmen. Also rausdrücken quasi und dann das Diff rausnehmen. Das muss man sehen, wie es am besten geht. Hier Aluminium Aufhängungsträger, ganz normal mit Kunststoff einsetzen, könnt ihr halt das Rollcenter, Anti-Squat und so weiter einstellen. Das ist hier möglich. Dann guck mal, hinten, ja, Antriebswellen, CVDs, komplett kugelgelagert, muss ich ja nicht erzählen, ist ja Standard bei den Fahrzeugen. Doppelarmanlenkung mit einer Ackermann-Platte hier oben aus Kohlefaser. Ich hoffe, die sieht man. Wir haben hier zwei Anlenkpunkte, um den Ackermann einzustellen und eine Möglichkeit natürlich außen am Radträger nochmal einstellen. Servo-Sever ist auch vorhanden. Ich gucke hier mal, drehe das Fahrzeug mal rum. Ich muss immer hinten auf die Brücke aufpassen. Hier, Servo-Sever seht ihr hier, auch Aufhängungsträger aus Aluminium. Servo-Sever einstellbar über diese Rindelmutter. Oben die Aufhängung auch einstellbar über diese Kunststoffeinsätze. Pivoball Aufhängung vorne, damit auch wieder von außen hier gut einstellbar. Wenn ihr Speichenfelgen habt, könnt ihr hier den Sturz, die Spurbreite einstellen. Und dies natürlich auch hinten, kommt man durch die Felgen durch. Weiter gehen wir jetzt nach vorne. Zu dem Schaumstofframmer, hier hat er schon ein bisschen abgeknappert, ne? Passend zur Karosserie. Wir haben hier Aluminiumstoßdämpfer einstellbar, hier wie hinten.
über diese Rändelmutter. Dann haben wir hier zwei Anlenkpunkte. Oben haben wir auch nochmal 1, 2, 3 Anlenkpunkte für den Dämpfer. Diffgehäuse sieht identisch aus wie hinten. Auch wieder zwei Schrauben lösen an der Seite, rausziehen und schon hat man das Differential in der Hand. CVDs kommen zum Einsatz als Antriebswelle. Ich habe schon gesehen, es gibt dieses Diffgehäuse auch aus Aluminium, aber Serie wird das wohl in Kunststoff kommen. Also lasst euch überraschen, was da demnächst kommt. Hier vorne ganz normal Servohalter, Stabi-Halter auch kugelgelagert, ist jetzt nicht eingebaut, ist aber vom Verbrenner, sollte das bekannt sein oder ist bekannt. Vielleicht mache ich mal ein Bild vom Verbrenner gleich noch danach. So. Wie sagt man so schön, Floating? Ja, alles Floating. Hier zum Beispiel die Reglerplatte, nicht direkt auf dem Chassis befestigt, sondern hier auf einer Extraplatte, wie es aussieht. Servo ist hier befestigt. Antrieb nach vorne. Alles ganz, ganz easy gemacht. Dann mal ein Blick von unten auf die Querlenker. Ja, eigentlich nichts Unbekanntes. Hier sollte man einstellen können, ja, hier sieht man es schlecht, Einstellung für den Ausfederweg, das haben wir auch vorne. Ja, die großen Ausschnitte hier im Chassis, ja, Kühlung, mehr Flex. Und ich mache jetzt mal die Felgen ab und dann gucken wir mal, wie die Aufhängung im Detail noch aussieht. So, Blick auf die hintere Aufhängung ganz kurz. Ganz normal der Radträger mit den zwei Pivotball-Kugeln, wo man hier quasi die Vorspur einstellen kann. Also nichts Besonderes, aber hier mal im Detail. Und das gleiche vorne stellt man auch von hier vorne ein. Einfach Schlüssel rein und schon kann man hier die Spurbreite einstellen. Ja, das war jetzt hier mal ganz kurz. Der Jima GTE, ja, wird demnächst kommen. Mal gucken. Wir bleiben dran, wann das ganze Fahrzeug und vor allem welche Ausführung das Fahrzeug kommen wird. Und hier seht ihr mal kurz noch die Stabi-Halterung, wie sie beim Verbrenner aussieht. Also so könnte die dann auch aussehen beim Elektro-Verbrenner.